Nicht erschrecken, ich habe mich nicht umoperieren lassen. Wir haben ein Gastvideo hier auf dem Kanal. Der liebe Kollege DJ Daniel Besken hat euch ein Video produziert mit einem, wie ich finde, sehr, sehr wertvollen Tipp für alle mobilen DJs da draußen. Also viel Spaß damit. Ein herzliches Hallo und ja, willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal vom DJ Talk. Heute habe ich einen kleinen Tipp für euch mitgebracht. Jeder DJ wird sie im Einsatz haben. Es geht heute um Funkstrecken. Funkstrecken allerdings, ihr seht es schon, hier mit der Version nicht als Handmikrofon, sondern als, ja, als Beltpack, wie man so schön sagt, als Gürtelsender, wie man es ja so schön immer umschreibt. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Viele DJs kennen das Problem auf Hochzeiten. Ihr habt einen Gastbeitrag, da geht es um eine Beamer-Präsentation. Und jetzt ist natürlich immer die große Preisfrage: Wie bekomme ich den Ton aus einem Notebook, iPad, Tablet, was auch immer, von dem Ort, wo die Präsentation gezeigt wird? Denn das ist ja meistens nicht in Nähe eures DJ-Pultes, sondern oft mitten im Raum, auf der anderen Seite, je nachdem, ob die Location beispielsweise eine feste Leinwand hat oder nicht. Und das Problem ist dabei immer, dass ja der Ton jetzt zu eurem DJ-Pult kommen muss, weil ihr möchtet ja oder solltet natürlich im Regelfall diese Dienstleistung sozusagen anbieten, dass ihr sagt: Okay, lieber Gast, kein Problem, der Ton wird mit über meine Anlage gespeist. Jetzt kann man natürlich hergehen und durch die ganze Location, durch den ganzen Saal, ja, lange Kabel verlegen. Ich sehe das hin und wieder oder höre das auch, dass man dann lange 30 Meter Cinch-Kabel kauft oder Klinkenkabel. Das Problem dabei ist, dass das Ganze unsymmetrisch ist. Und ja, Unsymmetrie ist jetzt nicht so toll. Da kann es schnell zu Brummschleifen etc. kommen. Das will man einfach nicht. Es könnte jemand über das Kabel stolpern etc. So, jetzt ist es bei mir so, dass ich von Sennheiser Funkstrecken benutze. Meistens zwei Stück an der Zahl, je nachdem. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen: Okay, derjenige, der gerade präsentiert, kriegt von mir ein Handmikrofon. Und zusätzlich, die zweite Funkstrecke ist bei mir ausgeführt in dieser Beltpack-Variante. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Die Funkstrecke an sich, die ist ja mono. Was kommt aus dem Signal oder was kommt aus dem Notebook von einer Präsentation? Das ist im Regelfall ein Stereosignal. Jetzt gibt es aus dem Video-Equipment-Bereich gibt es Klinkenkabel, Mini-Klinkenkabel, die quasi für diesen Anschluss hier, ja, produziert wurden. Also die haben dann auf der einen Seite den Schraubanschluss und auf der anderen Seite ganz normal Mini-Klinke. Die sind aber dafür gedacht, dass man einen Monoton, also von einem Ansteckmikro beispielsweise, in die Kamera schieben kann. Das Problem dabei: Es ist Mono und das Signal aus dem Laptop ist Stereo. Was passiert? Eine Seite fehlt und es kommt zu Auslöschungen. Und das führt dann wiederum dazu, ich habe es selber erlebt, ja, dass es einfach nicht so toll anhört. Sagen wir es mal ganz nett so. Das heißt, die unteren Frequenzen beispielsweise, alles was mit Bass zu tun hat, mit den Tiefen, Low-Mids etc., kommt einfach nicht durch. Und ihr fragt euch: Okay, woran liegt das? Ja, das ist ganz einfach, weil, ne, ihr habt nur einen Monoweg und wollt ein Stereosignal durchschieben. Wie kann man da Abhilfe schaffen? Ich habe folgenden Tipp für euch. Der kommt aus der Videotechnik und lässt sich mit so einer speziellen DI-Box sozusagen beheben. Das ist die Lösung, die ich für mich herausgefunden habe, die am praktikabelsten ist, denn das ist ein Hersteller, wie gesagt, aus der Videotechnik, der nennt sich Interspace Industries und hat den Vorteil, diese PC Balance, also PCBB2, so nennt sich das, hat den Vorteil, dass ihr an dieser DI-Box direkt ein, ja, 1 Meter langes Mini-Klinkenkabel habt in Stereo-Ausführung. Und jetzt kommt das Schöne: Ihr habt hier auf der Rückseite von dieser DI-Box drei Knöpfe, wo ihr auf der einen Seite zum Beispiel Mono oder Stereo schalten könnt. Schaltet ihr natürlich auf Mono, weil ihr möchtet ja, dass das Signal, was wir hier am Laptop empfangen, hier aus Stereo Mono wird. Das ist das, was wir möchten. Da das ja auch eine Stereo-DI-Box ist, habt ihr natürlich zwei XLR-Ausgänge auf der anderen Seite. Wenn ihr den Schalter aber auf Mono stellt, dann ist das egal, welchen ihr benutzt. Beide haben den Mono-Feed sozusagen drauf. So, wie lässt sich das Ganze jetzt
mit dem Sennheiser verbinden. Das ist ganz einfach. Es gibt aus dem Zubehörfach oder aus dem Zubehörbereich von Sennheiser gibt es dieses schöne Kabel. Ich habe das bei mir jetzt mal ein bisschen zusammengemacht. Das ist auch so circa einen Meter lang. Und habe dann einmal an diesen Mini-Klinke-Schraubverschlussanschluss, den schraubt ihr ganz einfach auf euer Weltpack hier drauf. Das mal einmal so. Das heißt, da kann dann auch nichts, da rüttelt nichts, da kann nichts rausrutschen etc. Das ist wirklich fest verschraubt. Und die andere Seite ganz einfach hier rein und da habt ihr quasi, ja, es sind quasi zwei Kabel, aber ihr habt eine kleine schicke Lösung, die man auch, wenn man das jetzt so wie ich das hier gemacht habe, so mit diesem, ja, ich sag mal, zusammengetapten Band, ne, wenn man das so irgendwie aneinander stellt auf dem Tisch und dann habt ihr noch diese 1 Meter Kabel hier daneben sozusagen, die dann für das Notebook gedacht ist. Das ist meiner Meinung nach eine Lösung, die ist sehr, sehr schnell. Sie ist nicht ganz günstig, das muss ich auch dazu sagen. Also das, die iBox an sich, die kostet so circa 100 Euro brutto. Das Kabel XLR auf Mini-Klinke von Sennheiser liegt, glaube ich, so bei ca. 20 Euro. Ja, und dann braucht ihr natürlich auch eine Funkstrecke. In meinem Fall ist das hier eine EW300 aus der Generation 3. Diese Beltpack-Lösung, die gibt es natürlich auch in allen verschiedenen Varianten. Also ihr könnt das mit EW100, EW300, EW500, EW2000, was auch immer ihr im Einsatz habt, könnt ihr das betreiben. Und somit könnt ihr sehr sicherstellen oder relativ gut sicherstellen, dass euer Sound immer perfekt auf eurer Anlage landet. Denn gerade bei Gastbeiträgen ist es ja eben genau das, was wir wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Empfehlung zu dieser DI-Box hier, der Vorteil hier noch bei dieser PC Balance von Interspace ist die Tatsache, dass sie keine Phantomspeisung braucht. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo ich sehr lange gesucht habe, weil die DI-Boxen gibt es viele und auch solche Möglichkeiten gibt es viele. Aber das Problem ist, an so einer Funkstrecke hier, an so einem Beltpack, kriege ich keine Phantomspeisung raus. Und das ist das Geile an dieser PC Balance hier, dass ihr da, wie gesagt, die Möglichkeit habt, das zu benutzen. Die iBox macht euch aus dem Stereosignal ein Monosignal. Ihr könnt hier noch die Pad-Funktion nutzen, dass ihr das Signal nochmal absenkt, weil die haut richtig Pegel raus. Also da brauchst du meistens auf dem Notebook, aus dem Ausgabe, aus dem Abspielgerät, die halbe Lautstärke. Man kennt das ja von Mini-Klicken, dass man immer auf volle Lautstärke geht, um halbwegs brauchbaren Pegel zu bekommen. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das ist das Schöne. Das heißt, ne, ihr habt auch wirklich eine sehr, sehr gute Soundqualität. Kann ich nur ans Herz legen. Produkte verlinken wir bestimmt unten. Und ja, in diesem Sinne, bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.